So, jetzt räumen wir noch unser Gewächshaus ab oder alles raus. Letzte Ernte, Tomaten. Das ist schön, hä? Hier Süßmaisstauden. Die muss der Bauerhaus wegräumen. So, mittlerweile ist der Kipper voll mit allen aus Garten ausgerissene Stauden im Garten, Tunnel mit Tomaten und Mais ist alles hier in diesem Kipper und kommt in die Kompogas Utzensdorf. Dort wird dann Strom gemacht daraus, Strom und dann Presswasser, Kompost wird es daraus geben. Und warum bringe ich das in die Kompostanlage und nicht bei mir auf den Mist? Speziell Tomaten haben ziemlich lange, bis die da Kompost oder Mist sind. Und da ich meistens den Mist streue und gruppere und sähe und nicht unterpflüge, ist das ein Problem, wenn ich da hölzige Sachen haben, Holz oder auch lange Ranken, dann lässt sich nicht säen oder es gibt Probleme bei der Saat. Darum lieber weg in die Kompostieranlage und nur schönen Mist auf meine Felder, der sich leicht eingruppen lässt. Jawohl, so läuft's. Bringe ich mal was in die Kompogas. Sonst meistens hole ich da Kompost oder Presswasser. Aber jetzt bringe ich da mal was. Ich bin da auf die Waage gefahren. Bin gespannt, wie viel Kilo das gibt. Platz gemacht für mich. Habe wieder mal vergessen zu filmen. waren 450 Kilo gekostet. Ja, da habe ich dann noch mit dem Verantwortlichen, der die Annahme macht, einen Kaffee getrunken.